Ja, die Orgel in der Katharinenkirche zu Steinau hat eine sehr bewegte Geschichte, wie so manch andere Orgel auch. Sie wurde lange Zeit dem Orgelbauer Georg Link zugeschrieben, der sie im Jahre 1834 hier erbaut haben sollte. Das stimmt aber nur bedingt. Eigentlich ist der Erbauer Georg Friedrich Wagner, der sie 1871 hier für die Katharinenkirche erstellte. Wagner hat dabei einiges übernommen von seinem Vorgänger, Orgelbauerkollegen, und hat dann ein neues Werk entstehen lassen. Eine Besonderheit, was wir auf der Aufnahme gehört haben, ist ja das Harmoniumregister. Aber was Sie hier sehen, ist nicht das dritte Manual, was ich hier amputiert hätte, sondern eine sogenannte Transponierklaviatur. Die wurde eigens für dieses Instrument erstellt. Orgelbauer Mebot hat sich dabei sehr viel Mühe gemacht. Und es gilt jetzt also, diese Klaviatur zu installieren, damit die Orgel wieder auf die Tonhöhe kommt, die üblicherweise heute nötig ist. Die Orgel steht nämlich einen Halbton höher und das schließt aus, dass man mit einigen Instrumentalisten nicht musizieren kann. Um dieses Problem zu bewältigen, hat Herr Mebot jetzt eine Klaviatur gebaut, die die Orgel wieder um einen halben Ton transponiert, sodass wir auf der Tonhöhe stehen, die heute üblich ist. Ich will dieses Manual jetzt mal in die Orgel einbauen, um dann zu sehen, wie es funktioniert und dann auch mit ein paar Tönen demonstrieren, wie die Orgel jetzt einen Halbton tiefer klingt. So, Sie können also sehen, es bedarf keiner großen handwerklichen Kunstfertigkeit, um dieses Manual, diese Transponierklaviatur zu installieren. Ich habe sie hier mit einigen Dübeln noch etwas festgemacht, damit sie nicht wegrutscht. Und jetzt kann man die Klaviatur so bedienen wie eine ganz normale Klaviatur. Sie spielt sich sehr leicht. Und das, was ursprünglich ein Halbton höher war, ist jetzt ein Halbton tiefer, sodass man also auch mit Instrumentalisten, mit Streichern, mit Flötisten zusammen musizieren kann. Eine sehr schöne Einrichtung. Und Herr Mebot, der Orgelbauer, hat sich sehr viel Mühe gemacht, um diese Transponierklaviatur ganz instrumentengerecht auf dieses Instrument zugeschnitten zu bauen. Eine kleine Besonderheit auch der Steinauer Orgel. Vielen Dank.